Nice, nice. Erster, okay, das war sogar vielleicht mehr Glück als Können, aber Glück gehört auch zum Spiel, ne? Hey Leute, was geht? Mein Name ist Donny und herzlich willkommen zu einem neuen Brawl mit mir Video. Heute haben wir einiges vor, denn endlich ist es soweit. Meine Lieblingsmap ist online und zwar die Wirbelhöhle. Die kann man im Solo-Showdown zocken und ich möchte heute zeigen, dass man die Map mit ganz vielen unterschiedlichen Brawlern spielen kann. Man kann sie mit einem Nahkampf-Brawler zocken, man kann sie mit einem Werfer zocken, wie Dynamike und Barley. Man kann sie mit einem Unterstützer zocken und man kann die auch ohne Brawler, nee, ohne Brawler kann man nicht zocken, aber man kann so viel machen und das will ich euch jetzt zeigen. Lasst uns direkt anfangen. Und zwar, ich zocke erstmal mit Shelly. Shelly ist ja so ein Allrounder. Sie ist ja gut als Nahkämpfer und gut als, ich sag jetzt mal, Fernkämpfer, obwohl sie gar kein Fernkämpfer ist. Aber die ist echt cool und deshalb mache ich mal ein Match mit ihr. Und ich freue mich echt, euch meine Lieblingsmap zu zeigen. Normalerweise rede ich immer von meinem Lieblingsbrawler, aber jetzt meine Lieblingsmap. Vielleicht kennt ihr die auch, wahrscheinlich schon. Und direkt eine Kiste hier oben. Nice. Erster Power Cube. Dann kommt jetzt direkt der zweite. So, und jetzt verrate ich euch ein paar Insider-Tipps, beziehungsweise meine Insider-Tipps. Und zwar mit einem, wenn ihr einen Nahkampf-Brawler habt, dann versucht so schnell wie möglich, das habe ich jetzt zwar nicht gemacht, aber das sage ich jedes Mal aufs Neue, versucht sofort in die Mitte zu gehen, da wo gerade Edgar verschwunden ist. Und nein, da hat mich jetzt Dings erwischt, Edgar. Ah, da habe ich die super zu spät eingesetzt, aber hey, ich bin Vierter geworden, plus 5 Trophäen, das ist immer noch gut. Und das würde sogar als Sieg zählen, bei einer Quest, und es zählt sogar als Sieg. Richtig cool. Genau, jetzt würde ich direkt den nächsten Brawler nehmen. Und zwar, ich probiere es mit Bull. Denn Bull ist auch voll gut für die Map. Und jetzt laufe ich mal sofort in die Mitte rein und versuche die Mitte nur für mich zu beanspruchen. Da ja alles voller Gebüsch ist, sieht man nicht, wer in der Mitte ist. Und dadurch hat man klare Vorteile, gerade bei einem so starken Gegner wie oder Brawler wie Bull. Zeige ich nur schon schnell den Daumen bereit. Ich glaube, ich kann überall sehen. Oh, da ist schon El Primo. Der übrigens auch ein sehr guter. Ah, nein, das war. Aber okay. Da ist wieder. Okay, so schnell. Und man sieht, da geht es ziemlich rund in der Mitte. Okay, jetzt heile ich mich mal ganz kurz und dann gehe ich direkt weiter. Oh, und da kommt, glaube ich, auch schon der Primo. Nein. Nice. Nein, da war ich zu, da war ich zu unvorsichtig. Aber okay, das passiert auch. Jetzt, da war ich zu angriffslustig, obwohl ich eigentlich nicht so der angriffslustige Gamer bin. Nee. Aber okay, gut, man sieht, wenn man es clever macht, nicht so wie ich gerade, dann hat man mit Bull auch eine sehr gute Chance. Da. Und jetzt möchte ich einen anderen Brawler nehmen, und zwar einen Werfer. In dem Fall ist es ein Barley. Aber ich werde auch gleich nochmal mit Dynamike spielen, denn das ist jetzt das zweite. Und zwar, die Map ist so cool, weil man sieht, es sind so viele verwinkelte Ecken und man kann nie komplett ganz geradeaus durchschießen. Man kann sich jetzt wie hier mit Barley ziemlich gut um die Hindernisse bewegen und den Gegner angreifen. Und da habe ich schon den ersten gleich fertig. Nein, da ist Jesse. Nein! 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 Na gut. Jetzt hat es leider nicht funktioniert. Was nicht schlimm ist, ich mache direkt noch ein Spiel. Da war ich auch wieder zu unvorsichtig, weil ich freue mich einfach so sehr, dass die Map jetzt online ist. Beziehungsweise, dass sie jetzt zur Verfügung steht. Und deshalb passieren mir ein paar Flüchtigkeitsfehler, aber ich glaube, ihr verzeiht mir die, ne? So, und jetzt,
Genau, ich suche mir jetzt eine schöne Ecke, wo ich von wo ich aus schießen kann. Da ist jetzt zum Beispiel, da sind sie auch gerade alle am Brawlen, da kommt El Primo. Und der regt sich schon zurecht auf, denn der ist jetzt... Und yes! Bull. Oh, da glaube ich, da war jetzt zum Beispiel Bull nicht. Wie gefährlich ich eigentlich auf dieser, oder wie gefährlich Barley auf dieser Map ist. Und man sieht, er hat keine Chance, der Nahkämpfer. Nee. Bull. Gegen einen Werfer. Und jetzt versucht er da rauszukommen. Aber ich habe schon eine Idee, wie ich ihn sofort dran kriege. Und zwar so. Genau, erstmal ein bisschen locken. Oh nein, von da unten kommt natürlich wieder Rosa. Und da ist jetzt... Nein! Okay, was mache ich da? Und jetzt versuchen schnell. Yes! Sie läuft mir hinterher. Und es sind auch nur noch zwei da. Und habe ich ein Glück? Ich hab's gesagt. Ich hab's euch gesagt. Also, Barley ist da richtig gut in der Map. Auch wenn ich einen zweiten Anlauf gebraucht habe. Aber das zeigt's nur, dass ein Fernbrawler oder ein Werfer sehr hilfreich auf dieser Map ist. Und das gleiche machen wir nochmal mit Dynamike. Denn er kann auch sehr gut werfen und er hat die Dynamitstangen, die sogar noch ein bisschen mehr Schaden machen. Barleys Angriff, der brennt ja noch nach und bleibt noch auf der Position liegen. Dafür sind die von Dynamike ziemlich hoch. Und ja, man sieht hier schon, den ersten habe ich... Und ja, genau. Also hier, El Primo, an deiner Stelle würde ich gehen, sonst erwische ich dich jetzt noch. Okay, oder auch nicht. Oh nein. Und jetzt hier sieht man zum Beispiel, hier ist eine Stelle. Da hat Gale zum Beispiel Platz, seinen Schuss anzuwenden. Ich versuche natürlich jetzt zu gehen und zu wechseln. Und zwar die Position zu wechseln. Yes, hat funktioniert. So, ich schieße. Oh, und. Nice. Puh, nochmal Glück gehabt hier. Da versucht hier El... da hat versucht Bull mich zu erwischen. Aber nicht mit mir. Nicht nochmal. Ich mache einen Fehler nur dreimal. Und okay, da ist... Und da sieht man zum Beispiel auch einen Fernkämpfer, hat hier gute Chancen, wenn er die richtigen Positionen und die Map kennt. Dann kann man auch mit einem Fernbrawler einige Trophäen gut machen. Aber ich bin, das ist das Einzige, ich bin jetzt nicht so der Fan von, und es hat... So, jetzt haben wir, Bull denkt vielleicht, er könnte mich kriegen. Und wieso läuft er? Und er hat mich gekriegt. Nein, das war so ein Fail. Oh, ich bin so gegen die Mauer gelaufen. Ich dachte, ich habe ihn versucht anzupeilen und zu erwischen. Nein. Aber okay, immerhin noch zweiter. Es war echt witzig. Natürlich für mich eher weniger als für ihn. Er freut sich jetzt wahrscheinlich. Aber an dieser Stelle hast du gut gespielt. Nee. Ja, man sieht jetzt, mit ihm schafft man es auch. Und Rico ist natürlich auf dieser Map auch sehr gut, denn er hat... Ja, so Gummibälle. Und das heißt, wenn die an die Wand fliegen, fliegen die noch ein Stückchen weiter. Das heißt, schaut mal hier, einmal hier der Test bis dahin und dann hier schießt er ein bisschen weiter. Seht ihr? Dann platzt er ein bisschen weiter unten. Da ist schon der erste Gegner, Cold. Okay. Okay, kurz konzentrieren, denn das Gameplay ist jetzt auf einmal. Also, das heißt Gameplay. Mit Rico. Oh, ich habe schon lange mit Rico nicht mehr gespielt, wie man sieht. Ah, okay, aber der Cold, ja genau, da lache ich auch mal. Weil er hat den Brawler wahrscheinlich nicht gekannt oder vielleicht hat er ihn selber nicht und deshalb weiß er nicht, wie man mit dem richtig spielt. Und wenn man schon zum Beispiel weiß, okay, Ricos Kugeln prallen ab, dann würde ich auf keinen Fall in ein Labyrinth laufen. Nee.
denn das ist auf jeden Fall nicht gut. Und da ist schon eine Nita, sehe ich mit ihrem Bären. Das ist jetzt aber wieder der Nachteil, sage ich mal, mit einem... Nice. Erster, okay, das war sogar vielleicht mehr Glück als können, aber Glück gehört auch zum Spiel, ne? So, nice, freut mich. Okay, also jetzt haben wir schon echt einige Brawler ausprobiert und man sieht, dass echt gut ist. Und natürlich kann ich das Ganze auch mit El Primo nochmal machen, den ich auch neu habe. Und das mache ich jetzt auch direkt. Denn El Primo hat ja auch eine richtig coole Super. Und zwar, er springt dann auch über Leute hinweg, beziehungsweise über Hindernisse. Und hier direkt versuche ich einen Fernkämpfer... Okay, da war ich mir nicht mehr ganz sicher, aber okay, vielleicht. Der hat die Ziele super und danke. Nice, da habe ich nur gewartet, weil ich mir gedacht habe, das könnte vielleicht ein Double Kill werden. Und meine Vermutung war richtig. Also ich habe zwar gerade gesagt, man sollte eventuell sofort mit einem Nahkampfballer in die Mitte, aber wenn man die Chance hat auf 5 Power Cubes außerhalb der Mitte, dann nehmt auf jeden Fall die Chance wahr. Oder auch mehr. Nee. Power Cubes. Und jetzt genau, schaue ich mal, dass ich in die Mitte komme, ohne dass mich ein Bull oder eine Shelly oder ein anderer El Primo erwischt. Kurz gucken, da, okay. Nice, da ist schon, zum Beispiel schon der erste Bull. Bam, nice. Und hier haben wir wieder Jesse auch mal easy vernascht. So, ja, sehr cool. Also wie ihr sehen könnt, kann man mit so vielen unterschiedlichen Brawlern auf der Map spielen und das ist auch der Grund, warum es meine Lieblingsmap ist. Und ich finde, die ist einfach am besten, wenn man auch Trophäen pushen möchte. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und bis zum nächsten Mal. Ciao!